Nach 455 Tagen Haft im Iran ist der belgische humanitäre Helfer Olivier van de Castele frei. Er war im Februar letzten Jahres in Teheran unter dem Vorwurf der Spionage inhaftiert und zu 40 Jahren Gefängnis mit 74 Peitschenhieben verurteilt worden. Wie die belgische Regierung mitteilte, wurde van de Castele zunächst in den Oman gebracht, wo sich ein Team belgischer Soldaten und Diplomaten um ihn kümmerte. Pour moi, le choix a toujours été clair. La vie d'Olivier a toujours primé. C'est une responsabilité que je prends sur moi, que j'assume. Nous n'abandonnons en Belgique personne, encore moins un innocent. Nach Angaben der iranischen Regierung fand ein Gefangenenaustausch zwischen Belgien und dem Iran statt. Teheran bestätigte, dass Brüssel für van de Castele den iranischen Diplomaten Assadollah Assadi freiließ, der in Belgien wegen Terrorismus verurteilt worden war. Diese Nachricht ist eine Erleichterung für van de Casteles Freunde und Familie, die um seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand zunehmend besorgt waren.